Wir haben ungefähr 12 Monate an der Fertigung der Orgel in unserer Werkstatt gearbeitet. Und im Anschluss daran haben wir circa 3 Monate lang das Instrument aufgebaut hier im Saal und dann 3 Monate lang die klanglichen Abstimmungsarbeiten hier im Raum durchgeführt. Und jetzt gehen wir daran, die Sachen noch mal fein sauber nachzustimmen und hier und da kleine Korrekturen durchzuführen. Die Intonation ist die Abstimmung jeder einzelnen Pfeife auf den Raum. Und da habe ich sehr viele Möglichkeiten. Also ich kann der Pfeife viel oder wenig Wind zuführen. Ich kann der Pfeife den Aufschnitt erweitern, das heißt, ich kann einen größeren Mund geben oder einen kleineren Mund geben. Ich kann den Kern der Pfeife, das, was zwischen Fuß und Körper sitzt, hoch und runter setzen. Ich habe ganz viele Parameter, die ich verändern kann. Es geht dabei nicht um die Tonhöhe, sondern es geht dabei wirklich allein um den Klang. Wie rund sie ist, wie voll sie ist, wie laut sie ist, wie sanft sie ist, wie streichend sie ist. All diese Parameter kann ich verändern. Wir haben hier in der Elbphilharmonie in dem Reflektor die Besonderheit, 2 Register zu haben, die dann noch zusätzlich um eine zusätzliche Oktave erweitert sind. Ein Flötenregister, eine große tragfähige Flöte, die über 2 Münder, also wir nennen das 2 Labien, verfügt. Und dazu ein sogenanntes Klarinettenregister. Das ist so schön, einen zweiten Klangstandort zu haben und von da aus auch so ganz sphärisch und mystisch so Klänge, die von unten herunterrieseln zu haben.